Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen der TC2 Serie, nämlich Asien. Und dann haben wir tatsächlich heute einen Doppelpack, nämlich die Asien und diesen Barcelona Super Sprint, weil es nur ein Rennen ist. Wenn wir die zwei heute zusammenfahren. Normalerweise versuche ich mal ein Rennen pro Folge zu machen. Also wir haben ein langes Let's Play, wie ihr das so seht. Na, aber kriegen wir hin. So 4, 8, 12, 13, 14, ja, 14 Folgen, so 3 Wochen, 6, 9, 12, ja, egal, scheiß drauf, willkommen. Kann sich ja alles ändern, ist ja nicht mal dasselbe. Gut, machen wir weiter auf jeden Fall mit dem Auftakt der TC2 in Asien und wir bleiben heute dabei. Ich habe ja genug Kohle, ich kann mir tatsächlich den Audi leisten. Aber wir werden, denke ich mal, den Subaru fahren. Ja. Wir holen jetzt auch noch den. Ne, holen wir uns nicht. Komm, das sparen wir noch ein bisschen auf, die Kohle. So. Wir nehmen auf jeden Fall mit dem Subaru das nächste Rennen. Wir fahren auf jeden Fall das Qualifying für das erste Rennen hier in Japan. Und das zweite Rennen, wenn wir dann wieder in umgekehrten Startreihenfolgen fahren. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Heute muss die Runde komplett passen. Erste Zwischenzeit, über eine halbe Sekunde Vorsprung. Und die haben wir ein bisschen ausgebaut für den zweiten Sektor. Schönen Drift und reicht es irgendwie. Hier mal in Führung zu gehen. Nein, doch, knapp. Doch noch gereicht. Ich dachte schon, es reicht nicht. Wir haben verloren, weil die Zeit wurde auf einmal grün. Ja, ist deutlich. 800. Und zwar von so einem Rivalen. Gut. Gehen wir weiter. Wie gesagt, wir werden Barcelona danach noch fahren, also nicht nur dieses Ding hier. Wobei die Flagge falsch rum ist, wenn ich ehrlich bin. Kristen, verrate uns doch ein wenig über Okutama. Was erwartet unsere Fahrer hier? Also, wenn es einen... Entschuldige, es ist gleich soweit. Ja. Guck mal, die Startreihenfolge mal an. Hat schon immer von unserem Auto. Und... Los geht's auf jeden Fall mit dem Rennen hier aus Japan. Schön, dass der Bulli, unser Rivale, schmeißt es. Fällt ein bisschen zurück. Der Audi da hinten muss ja von 8 gestanden, kann das sein? Dann hat er recht, ist er recht gut durchs Feld gekommen. Ich fahre jetzt mit Controller nebenbei. Das ist ein bisschen einfacher. Vergiss es. 3 Rundchen nehmen wir uns an, die Rennen sind relativ kurz. Ich. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Thank you.
und auf einmal weit, der bleibt dran auf jeden Fall und der will uns hier die Führung fertig machen. Danach wird es weitergehen mit Assetto Corsa, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich werde schon jetzt geholt. Und da freue ich mich auch schon drauf, dass ich euch das jetzt wegen. Aber erstmal geht's weiter los mit Grid. So, letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Der erste Sieg in dieser Serie wäre so wichtig. Schön, die Kurve gedriftet. Das ist unser erster Sieg. Ohne Zeitstrafe diesmal. Ich habe mal die Führung abgegeben, dann direkt verteidigt. Oh, das ist ein Zeitstrafe unten, oder? Sieht das richtig? Platz 11? Ja. Müsste Zeitstrafe sein, oder nicht? Gut. Wieder dreifach Sieg. Und im nächsten Rennen müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Weil da geht's einfach mal. Bisschen da geht's mich durchs Feld. Und jetzt platzlos. Level 3 übrigens. Tja. Rennen Nummer 2. Jetzt geht's nach Seyang. Mit 1,61 Kilometer, 3 Runden. Und wir starten im zweiten Rennen, wie gesagt, von ganz hinten. Was genau die Zahlen da oben so bedeuten, das weiß ich nicht. Aber das könnte aber die aktuellen Plätze sein in der Rangliste. Was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles. Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. So, nächste Rennen ist dann nach Barcelona. Also, wir werden diesmal 3 Rennen sehen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf dieses Rennen. Können wir diesmal ein Rennen gewinnen von ganz hinten oder wie das anders war? 16 Fahrer diesmal. Ja, wir müssen gucken, ja. So, auf 12 sind wir schon vorgefahren nach der ersten Kurve. Nein, ja, das gibt eine 2 Sekunden Zweifel. Scheiße. Also einfach lässt er sich nicht weg schütteln. Die Boot ist da sogar. Schön aus, wieder ausgebremst. Also ist, ja, 13 momentan nur. Das ist die ganze Sache als gut. Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam. Kämpf dich nach vorne. Ja, das ist einfach sowas von fast verkacken, das Rennen. Da hat einer mal richtig zerlegt. Jetzt haben wir noch Boing. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen.
aber wir haben wohl nicht mal eine hohe Position. Aber ja, mit der Touchdown werden wir richtig schön nach hinten fallen. Ich komme gar nicht hinterher mehr. Der geht gerade am nächsten vorbei. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie die Punktemöglichkeiten aussehen. Neunter nur. Also die Zeitschaft werden wir sogar noch. Ja, 12. klar. Oh Mann. Schlecht. Das war mal gar nichts. Das war jetzt mal gar nichts. Aber gut. Nicht cool gekriegt. Reicht es trotzdem für einen Sieg? Scheinbar, oder? Ja. Den Gesamtsieg reicht trotzdem, trotz der schlechten Leistung. Gut. Wie gesagt, das nächste Rennen holen wir uns jetzt mit Barcelona. Da werden wir mal ein neues Auto anwählen. Nehmen wir den Audi mal. Ein neues Auto. Ein europäisches Auto zum Rennen in Europa. Wir sind in Barcelona, sind 6 Runden. Also noch ein langes Rennen. Gut, da hätte ich auch eine neue Folge machen können, aber egal, scheiß drauf. Warten wir noch länger. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Wie bei allen Straßenkursen gefällt mir hier vor allem dieser gewaltige Sound. Der Motorenlärm wird von den Gebäuden zurückgeworfen und man hört ihn noch meilenweit. Das ist einmalig. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. So. Geht sofort los, fahren jetzt mal unser Qualifying und da mal nach vorne zu gehen. Eine halbe Sekunde. Ah, verloren. Fast 2 Sekunden mal verloren in dem Sektor jetzt. Das reicht zaubern. Das reicht aber nicht. Uiuiui, 14. Schlecht. Richtig schlecht. Dann müssen wir unsere Rennen nochmal ein bisschen einschränken. Da müssen wir uns im Rennen nochmal richtig anstrengen. Platz 14 ist natürlich eine absolute Katastrophe. Hallo und willkommen. Und damit das erste Sektor gut ist. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Wir haben heute richtige Kraftpakete auf der Strecke. Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Uiuiui, P14 ist natürlich. Naja, ich sehe mal sogar ganz hinten, oder? Oder reicht es, wenn. Ja, nicht ganz. 2 habe ich stehen unter uns. Da müssen wir uns tatsächlich jetzt ein bisschen. Voll. So, die ersten 2 kassiert schon. Boah, der Fokus, der macht aber richtig eng hier. Geh mal weg.
Da wurde sich nicht verschätzt, da wurde kräftig gedrängt. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist nicht mein Auto. What the fuck, der schöne Runde 3? Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen durcharbeiten, schon das Feld. Das wird zu schwierig werden. Runde 3. Gutes Tempo. Du bist in der Mitte des Feldes. Das war die Hälfte des Rennens. Platz 8 momentan nur. Falsche Auto leider. P7. Zwei Runden zu fahren. Letzte Runde. Kämpf dich durch. So, jetzt momentan noch P5. Gewinnen werden wir es wahrscheinlich nicht mehr. Aber zumindest so weit wie möglich nach vorne gehen. Ja, 5. 9 Autos sind wir überholt. Mehr war nicht drin. Scheiße. Nicht gut. Da kam man sich durch. Hat er gut gemacht. Gut. Ja, reich fürs Team. Dem Widersacher habe ich gebügelt. Das Ding war nicht zu holen. Nicht von P14 aus. Scheiße. Naja, egal. Beim nächsten Cup sehen wir uns dann. Im nächsten Rennen. Nächstes Mal wieder. Montag.